Es gibt einen brandneuen Geldglitch in Forza Horizon 5. Das ist der bis jetzt größte und krasseste Glitch, den es jemals in Forza Horizon gab. Denn mit diesem Glitch kann man 200 Millionen Credits unter 30 Minuten verdienen und für das Ganze braucht man noch nicht mal ein eigenes Auto. Was ihr jetzt hier zuallererst machen müsst, ist hier unter Einstellungen gehen und hier unter Schwierigkeit. Und hier würde ich euch einmal empfehlen, die Schwierigkeit hier auf unschlagbar zu machen, Traktions- und Stabilitätskontrolle auf Out und Schaltung auf Handschaltung. Denn dann bekommt ihr 100% extra Credits, was für die Methode sehr viel ausmacht. Und was ihr dann als nächstes machen müsst, ist hier einmal unter Creative Hub, nicht auf Event Lab, sondern diesmal auf das Horizon Super 7 gehen. Danach müsst ihr hier auf Herausforderungskarten suchen gehen und dann habt ihr hier unten die Option auf Suchen zu gehen. Da müsst ihr einmal draufklicken und dann hier unten unter Freigabecode den folgenden Freigabecode eingeben. Dann werdet ihr sehen, bekommt ihr dieses Event angezeigt. Hier müsst ihr das Ganze dann einfach nur noch starten. Wenn du dann in der Map drin bist, wirst du sehen, dass du hier mit einem Königseck Jesko stehst und hier ist so eine Röhre. Hier musst du dann ganz langsam die Rampe hochfahren, sodass du nur mit den vorderen Reifen in der Röhre drin bist und dann musst du ganz einfach die Handbremse gedrückt halten. Das ist die A-Taste auf der Xbox. Und wenn du dann alles richtig gemacht hast, wirst du sehen, dass hier an den vorderen Reifen sehr viel Qualm entsteht. Jetzt musst du nur noch ganz einfach die Taste zur Handbremse einfach gedrückt halten und das am besten 15 bis 25 Minuten. Das kannst du dir selber aussuchen. So länger du die Taste hältst, so mehr Credits wirst du bekommen. Hier siehst du, das Event geht insgesamt 30 Minuten. Deswegen macht es Sinn, das maximal 25 Minuten zu machen. Hier kann ich dir empfehlen, irgendwie die Taste einzuklemmen oder die Tastenbelegung des Controllers umzuändern, dass es auf den Tasten so eigentlich Gas und Bremse ist, weil dann kannst du ganz einfach um diese Taste ein Gummi tun und kannst dann sogar AFK gehen. Wenn dann die 25 Minuten rum ist, ich würde empfehlen, wirklich nicht länger zu machen, damit du auch noch ins Ziel fährst, musst du hier einmal auf das Pause-Menü drücken und dann siehst du, hier kannst du mit X den Wagen zurücksetzen. Danach musst du ganz einfach nur noch hier über diese Rampe fahren und dann ist das Event beendet. Wenn wir dann hier wieder auf der normalen Map spawnen, siehst du hier, 170 Millionen wurden mir hinzugefügt und auch wenn wir jetzt hier ins Pause-Menü gehen, sehen wir, habe ich hier 178 Millionen Credits, vorher hatte ich nur 8 Millionen. Das ganze Event kannst du dann so oft wiederholen, wie du willst. Ich würde euch aber empfehlen, das nur einmal zu machen, weil das Ganze ein Glitch ist. Deswegen, wenn ihr das Ganze nur einmal macht, solltet ihr dann nichts zu befürchten haben. Wir sind jetzt kurz vor den 12.000 Abonnenten, also lasst gerne ein Abo da für diesen kranken Glitch und schau dir unbedingt dieses Video hier an, denn dort zeige ich dir 10 verrückte Autos in Forza Horizon 5, die du unbedingt kennen musst.